Einen wunderschönen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wir haben einen neuen Fall und zwar Kettenreaktionen in der letzten Folge bekommen. Und das ist hier das Ausmaß. Wir haben alle gefunden oder Teile gefunden und es stimmen einige Aussagen scheinbar nicht so ganz. Denn er hat gesagt, er ist verunfallt, als der stehen geblieben ist. Ja? Urplötzlich. Urplötzlich kann der aber nur stehen geblieben sein, als das hier umgekippt ist durch diese Bücher. Als der durch eine Explosion dort gegengerammelt ist, die Explosion letztendlich ist ausgelöst worden durch diesen Unfall. Dieser Unfall ist nur passiert, weil das Pferd nicht mehr sehen konnte, weil hier so eine Fahnengeschichte hier drüber lag und diese ist nur runtergefallen, weil dort oben auf diesen Dingens da, diesem Gestell, also dieser kleinen Kiste da oben, da lag sowas wie eine Axt oder so ähnlich, jedenfalls was Schnittiges. Und das ist durch diesen Flaschenzug, hast du nicht gesehen, hochgeschnellt worden, als die Kürbisse hier langgerollt sind. Was für ein Desaster. Ja, das glaube ich auch. Wir gucken uns die Karte des Unfallorts an. Ich habe nun genug Informationen gesammelt. Sehen wir uns jetzt die Reihenfolge der Ereignisse an. So, beten Sie die Reihenfolge der Ereignisse während des Unfalls nach, um herauszufinden, was ich nicht mehr gesehen habe. Was ist mit der Vergangenheit? So, was ist hier? Okay, nein, ist nicht eins. Entschuldigung, das ist nicht eins. Und zwar... die waren gleich auf. Er ist aus welchen Gründen verunfallt? Dann ist das passiert, hat das hier kaputt gemacht. Dadurch ist das passiert. Ach, da laufen Sachen parallel gerade. Moment. Das, die Explosion... das umgekippt. Dann ist das passiert. Was war er hier? Okay. Und es fehlt noch was. Ach, ist das schwierig. Moment mal, lasst uns mal die Frequenz angucken. Nein, ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ja, weil das ist 4 und 3. Wahrscheinlich ist es sogar noch eher als das. Wir müssen eine Vergangenheit bitte nochmal rücksetzen. Oh, bitte nicht das Ganze zurückgesetzt. Och, bitte. Aus welchen Gründen auch immer. Was ist denn, wenn er der Verursacher ist? Und er gar die Explosion nur zum Zweck genommen hat? Weil er müsste ja dann hier komplett was abgekriegt haben von der Explosion. Wartet mal. Er nicht. So, er macht das. Damit geht das. Damit geht das. Er muss ausweichen. Damit passiert dann das. Das passiert dann so. Warte mal, das,
Aber ich glaube, das ist verkehrt. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion. Mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke. Also ist es doch... Das ist dann nicht richtig. Das ist nachfolgend. Aber hier, das... Warte mal, ich nehme mal die Sachen hier weg. Und du, mein Freund, bist die 1. Du bist die 2. Na? Dann bist du die 3. Du bist die 4. Halt. Achso, nee, du bist so. Du bist die 4. Und du bist die 5. Und die 6. Parallel ist das hier, die 7. Die explodierte, machte das Ding kaputt. Der ist rumgefahren, hat das umgekippt. Nein, ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Okay, es geht also davon aus, mit dem Ding da vor mir hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen, aber ich war nicht schnell genug. Das heißt doch an der Stelle, Moment. Wir gehen also davon aus, dass die Zeugenaussagen korrekt sind. Richtig? Wenn das der Fall ist, muss das ja bedeuten... Die sind tot. Sind die durch den Strom tot? Wartet mal kurz. Nein. Entschuldigung. Gibt es hier irgendwelche... Also er ist definitiv angehalten und hat das erst verursacht, als der... Und das hier ist definitiv, wenn das passiert. Wenn das passiert, wenn das passiert. Wenn das passiert... Was spielt er eigentlich hier für eine Rolle? Der passt doch hier gar nicht rein. Oder doch? Moment. Was ist, wenn das der Auslöser war? Auslöser. Nee. Ah. Aber das Pferd hatte doch... Guck doch mal, das Pferd nimmt doch definitiv... Halt. Das nimmt erst mit. Was ist hier? Nimmt erst mit. So, ich mach das jetzt mal, ich mach das mal wie folgt. So. 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 So.
So. So. So. Cool. Nein, so lief das nicht ab. Das kann auch nicht ablaufen, weil das ist der Auslöser für den ganzen Kram. Es sei denn, das hier ist gar nicht stattgefunden. Moment mal. Was wäre, wenn hier irgendwas passiert wäre? Dadurch ist der dann so. Dann so. Dann zuerst so. Und so. Und so. So. Dann so. Dann so. So, was ist... Fertig. Ha! Die Vollbremsung der Wartungskutsche löste das Desaster aus. Aber die Laterne fiel erst am Ende um. Warum hielt die Kutsche also an? Tja, das müssen wir rausfinden. Und die können ja nachträglich gestorben sein, als das Ding unter Strom gesetzt wurde. Das Rad ist metallbeschlagen. Genau. Und der hat ein Tattoo. Eine Tätowierung. Vermutlich von einer Bande. Dieser Mann starb an einem Stromschlag, wie man an den Spuren auf seiner Hand sieht. Hat eine Pistole. Er war mit einem Revolver bewaffnet. Webley, denke ich. Was haben wir rausgefunden? Der Fahrer und der zweite Insasse der Wartungskutsche sind an einem Stromschlag gestorben. Aber nicht durch die umgefallene Straßenlaterne. Da stellt sich die Frage, von wo kam der Strom? Die Ursache für diesen katastrophalen Unfall war das plötzliche Stoppen der Wartungskutsche. Die Straßenlaterne fiel jedoch erst danach um. Warum hielt die Kutsche also an? Mal gucken, was haben wir hier? Da ist doch was dran gewesen. Die Kutsche ist frisch lackiert. Electricways, irgendwas. Mal gucken. Unter der Farbe hier steht etwas geschrieben. Das könnte wichtig sein. Ich muss diese frische Farbe irgendwie abbekommen. Okay, dazu brauchen wir wahrscheinlich irgendwelche Ingredienzien, die vielleicht hier drinne sind. So, mein Freund. Der ist vom gleichen Trupp. Wir gucken erstmal nach oben. Nee, okay, weiter nach unten. Der hat da eine Schnalle, guck mal. Ach, deine Hand. Tätowierung. Pasco, den kenne ich. Ein Kleinkrimineller hier aus der Gegend. Okay. Der vergisst wahrscheinlich, oder hat immer seinen Namen vergessen, deswegen muss dann sich rein tätowieren. Aha, aha. Auch elektrische Verbrennung. Lakritze. So ein Zufall. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Nimm mit. So. Haben wir noch was? Ein Presslufthammer. Wozu? Halt. Matsch. Riecht streng. Okay. Haben wir alles? Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Doch, hier. Guck mal. Der Hydrant wurde aufgedreht.
Ja, deswegen, das hatte ich ja schon erwähnt in der letzten Folge, ja, dass das irgendwie sehr, ja, konstruiert aussieht. Underground Rail, Electric Railways, okay, U-Bahn. Untergrund-U-Bahn, also Stromeisenbahn oder elektrische Bahn. Ach, muss ich alles wegmachen? Ach, hier unten ist ja noch was. Company of London. Underground Electric Railways Company of London. Okay. In der Wartungskutsche befanden sich die Leichen von zwei Männern. Sie trugen beide eine Hundetätowierung, vermutlich ein Bandensymbol. Einer der Männer war mit einem Webley-Revolver bewaffnet, der andere wies auf der Hand eine Tätowierung auf, den Namen Roscoe. Okay, das hatten wir. Die Wartungskutsche mit den zwei Leichen gehört der Underground Electric Railways Company of London. Sie wurde umlackiert, um den Firmennamen zu verbergen. Finden Sie heraus, was dazu geführt haben könnte, dass die Wartungskutsche plötzlich anhielt. So, was ist mit dem Pferd? Haben wir das überhaupt schon? Warum kommt Tee? Wasser. Etwas in der Pfütze. Ah, was haben wir denn da? Ach, guck mal an, ein Kabel. Unter diesem Kanaldeckel hier sind Stromkabel angebracht. Ort der Fall, Okay. Ist hier interessant. Weint ein Baby. Ich kann keine Babys und Kinder weinen hören. Bin ich gespannt. Ein Doppeldietrich kann so eingesetzt werden wie zwei einzelne Dietrich. Ja. Oh, ihr habt doch. Warte mal, ein 1-3 brauche ich. Ne, ein 3-1, ne? Ich guck mal kurz. Nee. Ich brauche. Ach so. Hä? 3, 4, 1/3. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ach so, ich muss auch. Halt. Ah, jetzt brauchen wir. Ein 2-2. Gibt's sowas hier? Nee, gibt's nicht, ne? Aber obwohl, es reicht ein 2er. Nee, es reicht kein 2er. Hä? Oder kann man. Nee, man kann's. Obwohl, Moment. Man könnte zwei nutzen. Ich probiere mal kurz. Ah. 4-2. Es gibt noch ein 3-2. Wartet mal. Ah, super. Na, was haben wir denn da? So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie die jeweils korrekte Stellung für die Schalter herausfinden. Och, Leute. Ich glaube, die korrekte Stellung der Schalter, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und schaut morgen wieder mit rein. Genau. Bis dahin, euer Firefox.